Sie sind rasant und kurios, zu Wasser als auch auf Land. Amphibienfahrzeuge. Mit den verblüffendsten Techniken schaffen sie es, zweigleisig zu fahren. Hier sind die 5 schnellsten Amphibienfahrzeuge. Auf Platz 5, ein Auto mit Stil. Mittlerweile ist es ein Oldtimer, das Amphicar. Es war 2 Jahren das einzige deutsche Amphibienauto, das jemals in Serie ging. Gebaut wurde es in den Jahren zwischen 1961 und 1965. Allerdings wurden insgesamt nur 3500 Stück produziert. Das Amphicar eine wahre Rarität. Bis zu 20.000 Euro kostet heute der Oldtimer. Gebaut ist er aus einer selbsttragenden Ganzstahlkarosserie, die wasserdicht ist. Um auf dem Wasser zu fahren, braucht man auch für das nostalgische Amphicar einen Sportbootführerschein. Vor jeder Fahrt ins Wasser sind jedoch einige Vorbereitungen zu treffen. Das wichtigste Utensil zum Schwimmen ist der Wasserablassstopfen. Fehlt er, so sinkt selbst ein Amphibienfahrzeug. Zusätzlich werden die Türen angepresst und wasserdicht verriegelt. Jetzt heißt es Wasserantrieb zuschalten und der 1100 Kubikmotor leitet seine 39 PS direkt an die beiden Antriebsschrauben im Heck. Mit voller Kraft voraus schafft man zwar nicht den Straßentopspeed von 120 km/h, aber immerhin schwimmt das Amphicar mit stolzen 12 Kilometern in der Stunde. Deshalb Platz 5 für das Amphicar. Platz 4 der schnellsten Amphibienfahrzeuge, ein wahrer Luxusschlitten. Kaum zu glauben, aber dieses 14 Tonnen schwere Luxuswohnmobil kann tatsächlich schwimmen. Im Inneren ist das Fahrzeug ganz auf Komfort getrimmt. Es gibt bewegliche Wände, die den Wohnraum vergrößern. Von der Einbauküche über Wohn- und Schlafzimmer, alles findet im weltweit einzigen schwimmenden Wohnmobil Platz. Der Kaufpreis 1,2 Millionen Dollar. 2 Seitenpontons bringen die Luxusjacht zum Schwimmen. Vor jeder Fahrt vom Land ins Wasser bläst eine elektrische Pumpe Luft in die Pontons. Mit diesem Wohnmobilschiff kann man sogar im Salzwasser schwimmen, denn der Rumpf besteht aus Aluminium. Und immerhin, die Spitzengeschwindigkeit im Wasser beträgt 14 km/h. Deshalb Platz 4 für das schwimmende Wohnmobil. Den 3. Platz der schnellsten Amphibienfahrzeuge belegt ein robustes Gerät, der Spios. Hier war nicht ein Auto das Vorbild, sondern ein Boot. Die Hülle besteht komplett aus Aluminium. Zusätzlich wird der Schwimmwagen mit einer kratz- und schlagfesten Kunststoffschicht überzogen. Die Aluplatten sind mit insgesamt 5000 Nieten absolut wasserdicht am Rahmen befestigt. Der Spios fährt an Land mit einem normalen Vierzylindermotor. Stolze 100 PS bringt das Amphibienfahrzeug auf die Straße und schafft hier über 120 km/h. Aber auch im Wasser kann es sich sehen lassen. Dort beschleunigt es auf bis zu 38 km/h, so schnell wie ein Kreuzfahrtschiff. Seit 2005 ist der Spios in Serie. Gedacht ist er für Rettungsdienste, die Tourismusbranche, aber auch für Privatzwecke. Je nach Ausstattung liegt der Preis zwischen 60 und 80.000 Euro. Dafür gibt es ein Autoschiff mit Kreuzfahrtgeschwindigkeit, deshalb Platz 3 für den Spios. Platz 2 der schnellsten Amphibienfahrzeuge belegt ein wahrer Rennwagen. Der sogenannte Splash ist die Erfindung eines Schweizer Fahrzeugtüftlers. Auf der Straße macht das Amphibienfahrzeug eine sportliche Figur mit 200 Stundenkilometern in der Spitze. Im Wasser soll der Sportwagen sogar schweben, mit Hilfe einer ausklappbaren Tragflügelkonstruktion. Ein ebenfalls schwenkbarer Propellermotor am Fahrzeugboden sorgt für den Antrieb im Wasser. Die Karosserie wiegt nur 75 Kilo. Der Splash muss sehr leicht sein. Nur so kann er von der Wasseroberfläche abheben. Die Tragflügel klappen mittels einer Hydraulikkonstruktion aus. Und tatsächlich, der Splash schwebt. Mit bis zu 75 Stundenkilometern schießt er über die Wasseroberfläche und steigt dabei bis zu 1 Meter in die Luft. Aber der Splash bleibt eine Einzelanfertigung, eine Serienproduktion wäre sehr teuer. Dennoch, mit 75 km/h im Wasser belegt er den 2. Platz der schnellsten Amphibienfahrzeuge. Platz 1 der schnellsten Amphibienfahrzeuge belegt das Hovercraft.
Diese Amphibienfahrzeuge sind deshalb so schnell, weil sie nahezu berührungslos über den Boden gleiten. Und das geht so. Turbinenschaufeln am Hinterteil des Fahrzeugs saugen Luft an und blasen sie unter das Fahrzeug in ein Luftkissen. Die Luft verteilt sich und bildet ein Polster. Sobald das Kissen stabil genug ist, hebt das Hovercraft vom Boden ab. Und so passiert das, was lange Zeit für unmöglich schien. Der Reibungswiderstand des Wassers wird überwunden. Hovercrafts werden dadurch bis zu 130 km/h schnell. Sowohl auf dem Wasser als auch auf Land. Deshalb Platz 1 für das Hovercraft.